Kilometer. Der Stuttgartlauf ist einer der größten Volksläufe in Deutschland. Seit 1994 laufen jährlich tausende Menschen aus aller Welt durch die baden-württembergische Landeshauptstadt. Das Spektakel am 25. und 26. Mai zog gut 70.000 Menschen an den Streckenrand, um die Athleten und Hobbysportler anzufeuern. Am Laufwochenende waren gut 16.000 Läufer, Inlineskater, Walker oder Rollstuhl-Handbiker auf der Strecke durch Mühlhausen und Cannstatt. Darunter auch unser Team. Markus Würtele, Stadiontechniker der Stuttgarter Kickers, ehemaliger Präsident des Stuttgart Scorpions American Football Vereins. Ja, ich habe tatsächlich 2017 den Entschluss gefasst, mein Leben etwas umzukrempeln. Hab dann versucht, mit Sport Gewicht abzunehmen, was leider nicht so geklappt hat. Hab mich beraten lassen und ja, knapp vor einem Jahr habe ich mich dann jetzt am Magen operieren lassen. Okay. Und seitdem habe ich jetzt 76 Kilo verloren. Wahnsinn. Nicht nur durch die Operation, natürlich auch durch viel Sport. Und ja, das ist der nächste Meilenstein jetzt in meinem Ablauf. Und Regio-TV-Sportreporter Daniel Reuchle und ich, Matthias, der Typ von Es passiert. Schönen Tag, Stuttgart-Lauftag, Sonntag. Ich bin noch nie so früh aufgestanden an einem Sonntag. Jetzt geht's los, Versus-Mode, Staffelmodus. Wir sind hier, Daniel Reuchle. Hallo, Startblock 07. Und unser Dritter. Markus, grüßt euch. Hi. Ich will eigentlich nur durchkommen. So eine Stunde, wie viel, 7 Kilometer muss ich gehen? 6. Sechs? Alter, schaffe ich eine Stunde. Das ist mein Ziel. Du? Und du hast das Schöne, dass du ins Stadion hinten einlaufen darfst am Ende. Du bist der Letzte von uns. Ja, und Markus, hast du auch noch ein Ziel? Ja, ich habe die längste Strecke. Ich bin der Schwerste und der Unfitteste, aber die längste Strecke. Danke dafür. Dafür ist deine komplett flach. Bitte, gerne. Ich weiß nicht, ob das mit dem Unfittesten stimmt. Das werden wir dann sehen, weil es geht ja auch darum, wer von uns am besten abschneidet. Daniel geht für uns als Erstes auf die Strecke. Sein Weg führt ihn über 6,6 Kilometer vom Neckarpark durch Cannstatt bis an die Grenze nach Münster. 35 Minuten benötigt der Vorzeigesportler. Dann übernimmt Markus den Laufchip, der unsere Strecke trackt. Markus darf lange 8,1 Kilometer bis nach Hofen, einmal um den Max-Eitsee und zurück an die Münster-Cannstatter Grenze. Ich warte hier gut 65 Minuten auf ihn. Dann darf ich ans Werk. Was soll ich sagen, ich stand zur Vorbereitung einmal 45 Minuten lang auf dem Laufband, dann tat mir eine Woche lang der linke Fuß weh und jetzt läuft's irgendwie. Meine Strecke führt mich über 6,4 Kilometer durch die Cannstatter Altstadt zurück in den Neckarpark. Auch dank der Stimmung am Streckenrand überhole ich sogar ein, zwei müde Halbmarathonläufer. Nach gut 40 Minuten laufe ich ins Ziel, ins wunderschöne Daimler-Stadion in Cannstatt ein. Klar, Daniel war schneller, den Versus-Mode hat er für sich entschieden, aber ich finde, wir können allesamt mit uns zufrieden sein. Es ist passiert, der Stuttgart-Lauf ist beendet. Hier vergleichen wir Luft. Ich war viel schneller als erwartet. Nächster bitte. Hat richtig Spaß gemacht, der Stuttgart-Lauf 2019. Traumhaftes Wetter heute und unglaublich viel los. Und ja, Markus, auf dich bin ich vor allem stolz. Ich meine, das ist ja nicht selbstverständlich. Du hast die Geschichte ja bei uns schon bei Es passiert erzählt und jetzt durchgelaufen. Ja, also ich bin selber überrascht. Ich bin noch nie am Stück so viel gelaufen wie heute. Also ich habe die 8,4 Kilometer, war es zumindest auf meine Uhr, in einer Stunde gelaufen. Das war das Ziel, 8 Kilometer unter einer Stunde. Das habe ich geschafft und deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich, dass wir das gemeinsam durchgezogen haben heute. Jetzt sind wir ja nur eine Staffel gelaufen und Spaß hat es irgendwie schon gemacht, Matthias. Du bist ja hier so der Challenge-Typ. Wir könnten uns ja mal überlegen, nächstes Jahr vielleicht beide, drei, alle, wie auch immer, wirklich wieder die 21 Kilometer zu laufen. Ja, klar. Überlegen können wir auf jeden Fall. Also überlegen, ja.
Aber ich habe heute auch welche mit Rollschuhen bzw. mit Inlineskates gesehen. Auch das wäre natürlich eine Idee. Oder Liegefahrrad gibt's auch. Das wäre auch natürlich sowas, was ich mir vorstellen könnte. Oh, Matthias, mach Schluss. Ich finde, es ist eine gute Sache, eine Aufgabe sich zu nehmen. Wir finden sicherlich eine neue Aufgabe. Das war der Stuttgartlauf, die Staffel. 2019 haben wir noch. Keine Ahnung, ich bin ein bisschen aus der Puste. Bin auch nur leicht rot. Das war's. Danke.